Ausgangsstellung ist der Unterarmstütz in Seitenlage. Diese Übung dient der Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Sie ist für Patienten in allen Stadien der Erkrankung geeignet. Der untere Arm ist unter der Schulter auf dem Boden aufgestützt. Der obere Arm liegt auf dem Körper. Die Schulterblätter an die Wirbelsäule heranziehen und sich dadurch aufrichten. Der Körper bildet vom Kopf über die Schulter bis zu den Füßen eine Linie. Den gesamten Körper hochdrücken und mit Körperspannung diese Position einige Sekunden halten. Dann wieder ablegen. Noch einmal hochdrücken. Das Gewicht lagert nur noch auf den Füßen und dem Ellenbogen. Ein letztes Mal den Rumpf nach oben drücken, einige Sekunden halten, wieder ablegen und kurz pausieren. Nun die Seite wechseln. Die Übung soll auf jeder Seite 3 bis 5 Mal wiederholt werden.